Es muss doch demnächst kommen. Es muss. Das Wohl Ihrer Patienten. Wenn Sie wollen. Gibt es heute Abend ein Wiedersehen. Großartig, oder? In aller Freundschaft. Natürlich hier im Ersten. Wann kommt denn der kleine Lord im Fernsehen? Frau Hasse, es ist Sommer. Ach, was Sommer, wann der kleine Lord im Fernsehen kommt? Es ist Sommer. Da kommt der kleine Lord nicht im Fernsehen. Aber ich habe doch eine Vorschau gesehen. Der muss kommen. Jetzt gucken Sie doch mal. Das ist Malte. Malte will sein Zeug loswerden. Kein Problem, Malte. Der Kleinanzeigen geht alles ganz schnell los. Der kleine Lord kommt nicht. Dann rufen Sie die Auskunft an. Dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als der Unbekannten fliehen. So macht Gewissen feige aus uns allen. Sagen Sie, haben Sie mein Gewiss irgendwo gesehen? Ich bin anderswo. Das ist alles. Ich mache mir keine Vorwürfe, weil ich anderswo bin. Niemand kann mir... Ja, für wen? Doch nicht für irgendjemand. Ade. Niemand kann mir deswegen Vorwürfe machen. Ich bin in deinen Armen. Das ist das, was ich kenne. Ich habe diese einzigartige Kenntnis, die Kenntnis des Raums deiner Arme. Das ist mein Glück. Auch das Glück ist ein geografischer Zustand. Hallo, Tona. Gitta hier. Als du von... Ich wollte nur Bescheid geben, dass Herr Schneider heute verstorben ist. Kannst du stattdessen morgen Nacht den Dienst bei Herr Dold machen? Du weißt doch, der ab und zu mal nachts ausreißt. Ruf einfach mal zurück. Tschüss. Haben Sie auch schon Ketten mitgebracht? Ja. Und? Vollmilch und Erdbeerjoghurt. Schön. Sehr schön.
Als nächstes hören wir Tender Throbbing Pain von unserer Pianistin Helen. Es ist 24 Uhr und ihr hört Piano Miles. Dahin. Gigantisch der Sound. Es ist 23.30 Uhr und ihr hört Piano Miles mit unserer wundervollen Pianistin Helen und natürlich mit mir Christine Klein. Zunächst aber ein Stück unserer Helen, mein persönlicher Favorit heute schon einmal zu Anfang. Tender Throbbing Pain. Wer sind Sie? Luca Neuss, Ihre neue Pflegekraft. Wollen Sie aufstehen? Etwas essen vielleicht? Oder lesen? Können Sie mich einfach nur allein lassen? Ist alles in Ordnung? Ich möchte rausgehen. Frau Arndt besuchen. Gut. Was möchten Sie anziehen? Ich möchte erst baden. Können Sie Wasser in die Wanne anlassen? Die Rettung aus meinen Qualen kam von ganz unerwarteter Seite. Und zugleich mit ihr kam etwas Neues in mein Leben, das bis heute fortgewirkt hat. Jonah,
Hallo. Na? Und wieder am Lesen. Was ist es denn heute? Demian. Haben wir das nicht in der Schule gelesen? Ach, typisch Jonah. Ihre Krankengymnastik beginnt gleich. Was ist 3? Krankengymnastik beginnt um 4. Ich sag schon, wenn wir los müssen. Sie sagen ja gar nichts. Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht. Bisher haben aber alle Pflegerinnen immer nur geredet. Dann war ihnen wohl irgendwas unangenehm. Sollte hier sitzen. Hör sie mich doch mal an. Ich habe einen Beutel mit meiner eigenen Pisse an mir hängen.
willst du dich jetzt ertränken, oder was? Weißt du, warum der Himmel rot ist? Hat bestimmt etwas mit Physik zu tun. Also keine Ahnung. Nein. Nein? Über den Tag hinweg saugt der Himmel die Sünden der Menschen auf. So lange, bis er platzt und verblutet. Die Sünden? Warum ist denn der Himmel nicht ständig rot? Der Himmel ist nicht groß genug für alle Sünden. Vielleicht, weil manche Menschen versuchen, ihre Sünden wieder gut zu machen. Kannst du das bitte in die Tasche packen? Ist alles okay? Soll ich vorbeikommen? Nein, nein, ich kann nur nicht einschlafen. Können wir einfach ein bisschen reden? Ja, klar. Was machst du gerade? Ach, nichts Besonderes. Was ist denn eigentlich mit der Morgenröte? Morgenröte? Wenn der Himmel über den Tagen weg die Sünden sammelt und dann am Abend platzt, was ist dann die Morgenröte? Das ist das Ausbluten. Die Polizei hat vorhin angerufen. Und? Machen Sie Fortschritte? Sie stellen das Verfahren ein. Zu wenig Beweise. Keine Zeugen. Ich erinnere mich ja selbst auch kaum. Du hast mein Leben ruiniert. Das würde ich ihm sagen. Das ist so schön blöd, wenn man wüsste, wer es ist. Ich sag doch nicht jedem meinen Namen. Adi. Wer war das denn? Eine ehemalige Patientin von mir, die mir immer noch persönlich sagen will, warum ich nicht mehr bei ihr vorbeikommen sollte. Warum rufst du sie nicht an und klärst das kurz? Die meckert eh nur rum. Überhaupt, wenn du bei dir anrufst, dann meldet die sich nicht mit Hallo, sondern mit ihrer Telefonnummer. Die hat ja Paranoia. Na, hallo. Ich sag doch nicht jedem meinen Namen. Ade. Thank you.
Stell dir vor, der Peter, ja? Der fährt am Sonntag mit der Rolltreppe runter zur U-Bahn, also am Hauptbahnhof. Und unten steht so eine Frau mit einem Kaffeebecher in der Hand. Und Peter denkt sich halt so, ja, bin ich mal großzügig heute. Und wirft da halt so ein 50-Cent-Stück in den Becher. Und der Kaffee spritzt voll in ihr Gesicht. Was hat die denn gesagt? Ja, keine Ahnung, die soll voll ausgetickt sein. Neues vorbeikommen? Frau Gerach hat mir heute einen Kuchen vorbeigebracht für meinen Geburtstag. Ich würde mich freuen, wenn Sie beide kämen. Nachricht gelöscht. Wunderschön. Du stürzt in den Raum meiner Arme und als erstes umarme ich das Territorium deiner Leiden. Frau Arendt? Frau Arendt? Sind Sie da?
Ja, hallo. Hier ist Jonah Adam. Ganz gut. Aber ich bin gerade bei Frau Arendt und sie macht weder auf, noch antwortet sie. Wissen Sie, was da los ist? Ach Mädchen, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich werde schon wieder. Aber Ihre Blumen da, die müssen dringend ins Wasser. Sonst machen die es nämlich nicht mehr lange. Luca? Hast du die Nachricht gelöscht? Welche Nachricht? Frau Arendt hat gesagt, dass sie gestern angerufen und auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Sie hatte uns zu ihrem Geburtstag eingeladen. Auf dem Anrufbeantworter. Ist aber keine Nachricht mehr. Also warum? Luca? Hm? Wo sind wir hier? Bei mir zu Hause. Wir zwei allein. So wie es sein sollte. Guck mal. Da warst du mit Frau Arendt auf dem Markt. Ihr seid immer donnerstags um 12 da gewesen. 4 Äpfel, Pink Lady. 1 Schlangengurke, 200 Gramm Schwarzwälder Schinken und ein kleines Dinkelbrot. Ah. Das Kleid hast du dir vor 2 Jahren gekauft. Du bist wirklich wunderschön. Und das war an dem Tag, an dem ich dich umgefahren habe. Du brauchtest mich. Du brauchst nur mich. Luca. Du brauchst nur mich. Wahnsinnig.
ist deine Schuld. Du bist wahnsinnig. Luca, du bist wahnsinnig. Du hast mein Leben ruiniert. Es ist deine Schuld. Du bist wahnsinnig. Sieh mich an, du bist wahnsinnig. Du hast mein Leben ruiniert. Das ist alles Wahnsinn. Du bist wahnsinnig. Deine Schuld, Luca. Deine Schuld. Du hast mein Leben ruiniert. Deinetwegen. Du bist schuld. Deine Schuld. Deinetwegen. Du bist wahnsinnig. Luca. Es ist alles deine Schuld. Frau Neuss? Ist Frau Adam etwa zu Hause? Geht sie nicht gut? Sie kann erstmal nicht kommen. Ich soll es ausrichten. Na, dann bestellen Sie ihr gute Besserung. Vielleicht machen Sie ihr eine Kraftbrühe. Das ist besser als jede Medizin. Frau Neuss, auf meinem Nachtschränkchen steht ein Kassettenrekorder. Würden Sie den für mich einschalten, bitte? Frau Adam hat fast alle Sendungen aufgezeichnet. Das ist ihr Lieblingslied. Sie war sogar ein paar Mal beim Sender, um die Pianistin kennenzulernen. Aber dann hat sie sich doch nicht reingetraut. Als sie festgestellt hat, dass Sie Helen sind, da hat sie mich angerufen und gefragt, was sie jetzt machen soll. Ich habe das Mädchen lange nicht so glücklich erlebt.